Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Anti-Color. Yo, 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 das ist das geilste Maker-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieses Land namens Color Country und da ist alles kunterbunt. Da ist alles noch bunter als in Chocobo Panic. Nee, es ist noch bunter als in Chocobo Panic und Chocobo Panic Xmas Edition zusammen. Nee, es ist noch bunter als in Chocobo Panic Xmas Edition und Chocobo Panic Space zusammen. Es ist auf jeden Fall sehr bunt. Und die Leute hören da den ganzen Tag nur geile Gamma Techno. Und dann ist da dieser Typ namens Yunav J. Hefge und der ist überhaupt nicht gut drauf. Und dann baut er eine Maschine, um die ganze Farbe aus Color Country rauszusaugen. Und dann ist da alles nur noch voll schwarz-weiß und langweilig. Und dann fristen all die schwarz-weißen, langweiligen Charaktere im farblosen Color Country ihr tristes, farbloses Dasein. Und auf einmal wurde das Spiel voll langweilig. Ich will kein Spiel spielen, bei dem es sich so anfühlt, als wäre ich auf Turkey. Jedenfalls ist da dieser Typ namens Nurk. Und Nurk beschließt, die Farbe zurück nach Color Country zu bringen. Und plötzlich fliegen lauter Sterne auf den Spieler zu. Und dann ist Nurk wieder farbig. Naja, so ein bisschen. Und dann geht er noch auf die Poststation und raucht eine Kippe. Und zündet damit die ganze Hütte an. Ich habe auch schon aus Versehen mit Kippen und Haus angezündet. War leider mein eigenes. Und dann ist da dieser Typ namens Pleeboy. Und der landet mit dem Fallschirm. Hooray! Und zusammen verlassen die Color Country, um Yunav J. Hefge auf seine Burg festzusetzen. Aber zuerst bringen die alle Leute in Color Country um. Nee, ist logisch, oder? Und dann finden Nurk und Pleeboy so eine Tussi und die heißt Pleeboy. Also ziehen Nurk, Pleeboy und Pleeboy weiter. Moment, habe ich das gerade gesagt oder nur gedacht? Und müssen über Klippen springen. Wie die dann bei der Burg von Yunav J. Hefge sind, müssen die so coole Spiele machen. Zum Beispiel ein Tischler-Duell. Und dann ist da dieses Spiel mit den Kisten. Da hüpfen so Kisten rum. Und man muss die richtige Kiste finden. Ich kann das nicht beschreiben. Ich zeig's euch mal. Merkt euch, wo der Assi steht. So, wo steht er jetzt? Und in dem Schloss sind ein Haufen weiße Sterne und die muss man abschießen. Nämlich so. Wie bei Delta Star. Und danach muss er gegen Yunav J. Hefge kämpfen und er besiegt ihn und die ganze Farbe kommt zurück nach Color Country. Und alle sind froh. Zumindest die wenigen, die noch am Leben sind. Und sie können wieder ihre schöne Musik hören, sich von den Klängen berauschen lassen und zu gegebener Zeit schön in den Takt mit einstimmen. Es ist, als hätte man an alle Leute bunte Pillen verteilt. Jetzt macht das Spiel wieder Spaß. Aber nicht nur, weil es wieder bunt ist, sondern weil es jetzt vorbei ist. Ernsthaft, ich dachte, Dreamland R sei nicht zu schaffen. Aber dieses Spiel, also im Ernst, ernsthaft, ich hab's ja noch nicht mal auf schwierigster Stufe gespielt. Aber dieses Spiel ist, boah, also echt jetzt, so richtig. Und da mag es noch so bunt sein. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey! Könnte ich nicht irgendwo als Tischler anheuern? Ich hab gehört, da kann man sich geile Tischler-Duelle liefern! Zeit für ein Tischler-Duell! Jetzt auf Außen!